So, liebe Freunde, ich möchte mich von Herzen bei euch bedanken, dass ihr alle den Weg hierhin gefunden habt. Lasst uns gemeinsam stolz auf den heutigen Tag hier im Herzen von Niedersachsen sein, liebe Freunde. Wir stehen heute hier, weil wir unsere Heimat lieben. Wir stehen heute hier, weil wir unsere Freiheit lieben. Wir stehen heute hier, weil wir unsere Würde und unsere Familien lieben. Und genau deswegen haben wir den Mut, hier und heute zu sagen, es reicht! Es reicht! Es reicht! Und eins steht fest, liebe Freunde, Mut tut gut! Liebe Freunde, wenn es danach ginge, was die Menschen in diesem Land wirklich denken und sagen, im kleinen Kreis und in ihren vier Wänden, da würde die AfD bereits weit über 25% haben, liebe Freunde. Aber woher kommt diese Angst, diese Angepasstheit, dieser Realitätsverlust, das Verschließen voller Wahrheit, das nicht mehr Heimatliebende? Warum sagen nicht mehr Menschen in Deutschland, es reicht? Warum schweigen die meisten, wenn unsere Kinder getötet werden? Warum schweigen die meisten, wenn unsere Frauen bedrängt und vergewaltigt werden? Warum schweigen die meisten, wenn unser Umfeld verroht, verdreckt, verreckt? Warum schweigen die meisten, wenn wir öffentliche Räume an arabische Terrorbanden verlieren? Warum schweigen die meisten, wenn türkische Hochzeitsfeiern unsere Autobahnen lahmlegen? Warum schweigen die meisten, wenn nicht einmal mehr in Ruhe in Freibädern oder in Parkanlagen gegangen werden kann? Warum schweigen die meisten, wenn unsere Schutzkräfte und städtischen Angestellten drangsaliert und dass an ihnen Gewalt angelegt wird? Warum schweigen die meisten in diesem Land bei linker Gewalt und bei linken Terror? Warum schweigen die meisten in diesem Land, wenn unsere Nation weiter verarmt? Wenn 500.000 Kinder und 1 Million Rentner sich nicht in unserem Land in Würde ernähren können? Warum schweigen die meisten, wenn Deutschland in der Weltpolitik keine Rolle mehr spielt, man über unsere stolze Nation lacht? Warum schweigen die meisten, wenn durch die derzeitige Politik weitere Verarmung und Enteignung stattfindet? Warum schweigen die meisten, wenn unser Bildungs-, Gesundheits- und Sozialsystem für die schon länger hier Lebenden komplett vor die Wand gefahren wird? Warum schweigen und dulden die meisten in Deutschland die unerträgliche Energiewende, den Gengagaga und die Aushöhlung der Familie? Warum schweigen die meisten bei Antisemitismus, der hauptsächlich von Muslimen ausgeht? Warum schweigen die meisten, wenn der politische Islam sich über unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung erhebt? Warum lassen sich die meisten zu Humankapital machen, zu getriebenen, willenlosen und angepassten Nutzmenschen? Weil es in Deutschland eine spürbare Angst vor sozialer und gesellschaftlich angepasster Ausgrenzung gibt. Eine staatlich gelenkte, politisch gespielte und medial begleitete Ausgrenzung Andersdenkender. Es gibt in Deutschland keine Freiheit mehr, keine Freiheit der Meinung, liebe Freunde. Und deswegen sagen wir, es reicht! Unsere geliebte Demokratie, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung soll und wird auf dem Altar der Mächtigen geopfert, liebe Freunde. Das Volk, die Menschen werden zum Spielball politischer Interessen gemacht. Es ist die anerzogene Mutlosigkeit der links-grünen Ideologie, der angezogene Selbsthass gegen das eigene, gegen das Deutsche. Der Selbsthass gegen die eigenen Werte, der eigenen Kultur, der eigenen Liebe zu seiner Heimat. Es ist eine spürbare, sichtbare Wertezerfall unserer Kultur und unserer Nation.
Diese Gleichgültigkeit setzt maximale Toleranz gleich mit Kultur, die Selbstaufgabe gleichsetzt mit Offenheit und Dummheit mit Bildung, liebe Freunde. Selbstlüge wird zum Ideologieträger der linksgrünen Ökoradikalen, der Klimagläubigen in Deutschland. Und diese Menschen wollen eins, Deutschland restabwickeln. Diese Menschen wollen unsere Heimat zerstören. Deswegen sagen wir, wer Deutschland nicht liebt, wer Deutschland nicht liebt, wer Deutschland nicht liebt. Und genau deswegen stehen wir heute hier, weil viele andere noch mutlos sind. Wir müssen Vorbild sein. Wir müssen die Mutigen sein. Stehen wir hier und dann sagen wir heute geschlossen und gemeinsam, es reicht! Es reicht! Und genau deswegen stehen wir heute hier im Herzen von Niedersachsen, liebe Freunde. Am Samstag der Zukunft für unsere Heimat, um gemeinsam gegen den Klimawandel, gegen den spürbaren sozialen und kulturellen Klimawandel in unsere Heimat auf die Straße zu gehen. Holen wir uns diese Straße, die deutsche Straße, zurück, liebe Freunde. Und zwar spürbar, sichtbar und erlebbar für jeden. Stehen wir fest, gemeinsam zusammen, entschlossen, mutig und willensstark für unsere Heimat und für unsere Werte. Kämpfen wir für die Erhaltung unserer Kultur, liebe Freunde. Der Osten ist aufgestanden. Der Osten ist aufgestanden und losgegangen. Und wir im Westen sind wach geworden. Stehen wir auf und folgen wir den Osten. Und an dieser Stelle ein Riesenapplaus an die mutigen Wahlkämpfer in Brandenburg, in Thüringen und Sachsen. Viel Erfolg aus Niedersachsen für euch. Seid mutig und kämpft. Verabschieden wir uns heute am 24. August 2019 endgültig von Mutlosigkeit, Bequemlichkeit und Angepasstheit. Zeigen wir ihr Gesicht, stehen wir geschlossen zusammen, kämpfen wir für unsere Heimat, für unsere Zukunft, denn wir haben nur diese eine. Auf geht's Niedersachsen, auf geht's Westen, auf geht's Deutschland!